Seit 33 Tagen schwitzen, verzichten und fluchen Verkäuferin Lisa und Wasserinstallateur Sven. Da ist nichts mehr, Alter. Kotzen. Denn Muskelprotz Paul Unterleitner will die beiden Antisportler für den Sommer richtig fit machen. Ich sehe noch nicht ganz so aus wie du. Das kommt noch, glaube ich. Also noch ein paar Jährchen durchziehen und dann wird das. Sven und Lisa haben sich richtig verändert. So sah es vor einem Monat aus. Null Sport und Ernährung egal. Abends gibt's ein schönes Bierchen und ein dickes Steak. Doch damit sollte Schluss sein. Paul hat aufgeräumt. Alkohol und Tierprodukte weg, ab jetzt nur noch vegan. Und dazu ein Sportprogramm für Svens Montagereisen. Und natürlich eins fürs Fitnessstudio, das sie mindestens zweimal die Woche durchziehen sollten. Zumindest Lisa findet super. Hey, hey, wir haben gerade Sport gemacht und ich bin euphorisiert. Hey, hey, wir haben gerade Sport gemacht und ich bin danach mal ein bisschen euphorisiert. Sven völlig im Eimer. Na, wie geht's dir? Heute also der Check-up. Sieht im Gesicht schon ein bisschen, dass es schwerer geworden ist, ja? Gestartet ist Sven bei 90,7 Kilo und Lisa, damals noch mit Handtuch und Schuhen, bei 82,3 Kilo. Mal sehen, wie es nach 33 Tagen aussieht. Wo kommt das denn jetzt her? Aber ja, Tagesschwankungen sind absolut normal. Ihr habt ja heute auch in der Früh schon was getrunken. Ja. Deswegen kann ich auch, vielleicht war der noch nicht groß am Klo. Bei Sven sind es heute 3 Kilo weniger, waren aber auch schon mal 5 bei ihm. Und Lisa hat ohne Handtuch und Schuhe vor 2 Tagen erstmals die 80er-Marke geknackt. Heute sind es wieder 81,4, aber sie ist zufrieden. Fühlst du dich auch generell schon irgendwie körperlich einen Unterschied? Fühlst du dich besser, fühlst du dich fitter? Oder ist es jetzt doch, ich fühle mich tatsächlich schon fitter, ja. Also ich merke es auf Arbeit viel, ich, wenn wir Ware auspacken, ist es viel easier. In die Knie und wieder hoch. Sehr gut. Und auch mit dem veganen Essen sieht es gut aus. Zumindest zu Hause. Beim Familienbesuch wird es dagegen schon schwieriger. Ja, mein Vater versteht das immer nicht so. Wie war es bei euch eigentlich zu Ostern? Konnten wir das trotzdem gut durchziehen? Wollten wir. Aber Sven hat unsere Sachen vergessen einzupacken. Dann wurde Fisch gegessen. Und auch bei ihren Kurzurlauben klappte es nicht so. Es gab das ein oder andere Konzert und da ist die ein oder andere Flasche Bier aufgegangen und mir in den Hals gesprungen, das passiert. Auch wenn Paul hier lacht, für ihn ist das eigentlich ein Unding. Also alleine, wenn man dann sagt, okay, ja gut, heute trinke ich mal ein Bierchen. Dann beim nächsten Mal sagt man, ja okay, letzte Woche habe ich ein Bierchen getrunken, wird schon nicht so schlimm sein. Aber grundsätzlich, wenn man sich eine Challenge setzt für ein paar Tage, sollte man es natürlich auch zu 100% durchziehen können. Und dann gibt es eigentlich keine Tage, wo man mal vergisst, was mitzunehmen. Dann isst man halt Salat. Aber die beiden sind sehr bemüht. Es wird fleißig vorgekocht, wobei Paul direkt mal den Kühlschrank überprüft. Stark. Da haben wir sogar ein bisschen vegane Salami, ein paar Zero-Getränke, Ersatzprodukte. Ja, sehr gut. Vegane Küche made by Lisa. Aber Paul hat trotzdem noch Einwände. Der sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Was mir aber auf den ersten Blick auffällt, ist, wo ist das Eiweiß? Also her mit dem Tofu, denn der vegane Muskelprotz fordert pro Mahlzeit mindestens 30 Gramm Eiweiß. Der 23-Jährige lebt es vor, die beiden versuchen mitzuziehen, mit viel Leidenschaft. Wobei es immer noch eine große Umstellung ist. So dieses am Wochenende mal in eine Bar gehen, in unsere Lieblingsbar, Cocktail trinken, das vermisse ich schon am meisten. Aber die Resultate zeigen, beiden geht es deutlich besser. Nur müssen sie beim Training noch mehr an ihre Grenzen gehen, die bei Paul tatsächlich an diesem Gerät erreicht sind. Paul ist auch wie Chuck Norris. Ich habe sie gerade gefragt, was er hebt, dann sagt sie, alles. Er das Vorbild, sie die Schüler, mit einem klaren Ziel. Ich denke, im nächsten Monat können die noch mal so viel abnehmen wie davor auch. Dann haben die, glaube ich, super Ergebnisse geliefert für die 2 Monate. Am besten ohne Bier, Fisch und mehr Power beim Sport. Nee, ich glaube, da geht noch mehr. Das ist so die eigene Disziplin. Ja, genau. Das denke ich schon. Aber ich bin halt doch zu weich, ne? Wir sind auf jeden Fall auf das Ergebnis nach 66 Tagen sehr gespannt.